Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, hab mich das letzte Mal ausgelockt, da sind die mir direkt ins Gesicht gelaufen quasi. Und jetzt sind die alle wieder da. Ist ja klar, ne? Die Welt geht einfach weiter nach dem Neuladen. Aber, lass das mal. Das ist schon geil. So, frisch im Spiel wurde es auch da. Ach, ist das schön, wenn man so begrüßt wird, oder? Das ist doch nice. Oh ja, auf den Kopf. Jetzt hat sie den Schlag ausgeführt. Man darf leider, wenn man springt oder schwebt, nichts machen, ne? Nicht schlagen. Es sind da echt noch viele. Ich dachte, die Tagesschau wäre abgearbeitet, aber. So, ne, von meinem Bike kämpfen, das ist richtig gut. Da kommen noch mehr. So, der hat erstmal den Kopf verloren. Aber jetzt, oder? Oh, ich habe ja Taschen frei. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen Müll mitnehmen? Aus meinem Kofferraum. Oh, habe ich schon gelehrt. Okay. Alles sauber. So, habt ihr ein bisschen Loot liegen lassen für mich? Ein bisschen was vielleicht. Hier. Hydrant hier. Geil. Ist wahrscheinlich mal hier zu Bauland erklärt worden, ne? Schon erschlossenes Bauland. So, okay. Ich habe beschlossen, wir fahren direkt nach Hause. Ich hatte ja in der letzten Folge ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht noch das Material hole aus dem Winter, aber das schaffen wir nicht mehr. Der Speicherstand hat gesagt, es ist 23.20 Uhr beim Reinladen, jetzt müsste es ja schon 23.30 Uhr oder noch später sein. Das heißt, wir sollten uns auf dem Weg nach Hause machen. So, normalerweise kommen die Folgen, die Hordenfolge immer montags, das hat immer so schön gepasst. Aber jetzt ist Sonntagabend der Stand der Aufnahme bzw. der Verarbeitung von YouTube von der Sonntagfolge. Die Prognose, die geben halt immer eine Hochrechnung, wie lange das noch dauert. Das wird heute, aus meiner Sicht, also für euch dann gestern quasi nichts mehr. Ja? Nee, wenn ich die Folge jetzt aber am Dienstag bringe, weil Montag eh schon eine Folge kommt, dann vorgestern. Okay, es wurde dann quasi vorgestern dann nichts mehr. Mit der Sonntagfolge. So, da die Sonntagfolge dann quasi jetzt auf Montag geschoben wird, werde ich wohl diese Montags-Hortenfolge auf Dienstag schieben. Also ist jetzt Dienstag. Ah, für mich ist Sonntagabend. Wie geil. Ja gut, man nimmt ja eh immer vorher auf. Ist ja wohl klar, man kann ja nicht ganz live aufnehmen. Ist ja kein Stream, ist ja eine Aufnahme. Aber trotzdem ein bisschen verwirrend, da ich die Folgen ja immer montags gebracht habe, die roten Nächte. Das schon seit Ewigkeit. Seit Anbeginn der Zeit. Damals war es zu Beginn, begann alles an einem Montag. Keine Ahnung. Hey, wir haben noch Zeit, wir sind pünktlich zu Hause. Das heißt, wir könnten nochmal los. Dieses Bike. Wir könnten nochmal los, wir könnten nochmal los, wir könnten nochmal los, wir könnten noch ein paar Stickies schlagen. Ein paar Stickies, nebenan. Und dann gehen wir so ganz kurz vor 12 nach Hause, oder? Kannst du mal hier vorbei? Ah, will nicht. Stickies nebenan, das wäre. Hier, hätte man auch laufen können. Wäre man fast schon schneller, das mit dem einen Auspark versuchen. So, was hat's denn hier? Axt. Machen wir erst ein paar Bäume weg. Das sind auch immer schöne Stickies. Das ist kein Baum. Machen wir trotzdem weg. Pilze, siehst. Die sind sehr knapp. Mal sehen, was das Inventar dazu sagt. Ja, ein paar so Dinge kann man schon mitnehmen hier.
Den haben wir weggeaxtet. So, hier war aber jemand schon mal Stickies sammeln. Da spuckt er mich an, oder hat es versucht zumindest. Dann kommen wir auf den Meter ran. Kommt dir jetzt nicht entgegen, ich habe keine Zeit für sowas. Spuckt er nochmal? Nö, nee, doch. Ach, der fällt ja schon. Wieder da ist, ne? Ich dachte jetzt ganz kurz, Foto hat begonnen, ne? Welle hat begonnen, aber nö. Nee. War nur ein Level-Up. Vergebe ich alle paar Level, gucke ich mir das dann immer an, vergebe die. Ich gehe jetzt bei jedem einzelnen Level da rein und schaue, wo drücke ich das jetzt hin. Ein Level hin oder her, das ändert jetzt auch nichts an dem Zustand. Das ist schon okay so. Gut, dann mach ich dann doch erstmal hauptsächlich die Bäume hier weg. Dann gehen wir beim nächsten Mal, wenn wieder Stickies besorgen muss, die Büsche holen. Alles hin und her wechseln von Axt zu Marede ist ein bisschen blöd. Mit der Axt die Büsche schlagen, das ist auch ein bisschen seltsam. Ah, schwingt man so ewig durch. Na gut, so einzelne geht schon. Aber wenn man eine Ansammlung hat, ist man mit der Marede dann trotzdem tausendmal schneller. Pilze. Okay, dann machen wir die Axt weg. Damit sind wir jetzt durch. Hole ich jetzt noch ein paar Pilze und dann geht's nach Hause. Wollt ihr die eigentlich mal kaufen, die Pilze bei Gelegenheit, wenn ich die sehe? Gut, ich kaufe natürlich gerne Dinge, wenn sie im Angebot sind. Zum Regulärpreis lasse ich das eigentlich eher. Aber wenn jetzt hier was rumkommt, dann brauche ich das vielleicht auch nicht kaufen. Nack, nack, wo bist du denn? Da. Kann man durch den Busch durchschießen? Weiß ich nicht. Wo ist Nack-Nack? Da. Jetzt. Alter, hat das viele Pfeile gekostet. Was denn du hier? War das dein Tier? So, wo ist er jetzt? Hier. Sollte man schnell nach Hause, der wird mal in den Rücken fallen, schätze ich mal. Machen wir fix noch weg. So, und jetzt auf geht's. Nack. Hab gerade hier dein Geschwisterchen in der Tasche. Pfeifelt das Ding, egal. So, aber jetzt fix. Da stehen auch noch Pilze. Hab mir die Zeit doch komplett genutzt. Ich weiß schon, ein bisschen zu spät wieder. So. Schau ich mal ganz kurz beim Strom vorbei. Ups. So, Windräder laufen, das sind die zwei Lichter da. Fehlt eine halbe Batterie, das ist okay. Das ist die Drohne, das ist auch okay. Und ich habe ich wohl ausgeschalten. Steuerung erneut laden ist okay. Na, nicht darunter. Die finden dich doch jetzt nicht. Komm, spring. So. Das Ding an. Inventar, die Überladung lasse ich jetzt einfach mal. Es ist schon irgendwie okay. Wir nehmen eine frische Coke und es wurde auch gesagt, nimm doch einfach mal gegen Kälte des Zeugs. Macht es doch nicht so schwer, aber ich hab noch die 6 Gerichte inne, ich kann das gar nicht nehmen, sehe ich gerade. Dann verliere ich die Buffs da unten, das wäre auch blöd. So, dann lassen wir es erstmal so wie es ist.
Da ist ja die Coda sogar noch aktiviert. Das ist doch gut. So. So, es ist wieder Montag. Nein, es ist Dienstag. Willkommen in der Horde. So. Beginnt Tag 56. So, schauen wir, wie es läuft. Eine Verbesserung gab es nicht. Die Falle ist immer noch wie beim letzten Mal. Aber da war es ja ganz okay. So, der erste ist durch. Ist jetzt gestorben dabei. Wo rennt er lang? Da läuft er. Will man sehen, ob er den Weg noch findet, ob er den kennt. Zack. Pusher sind aufgefüllt. Okay, das hat mich doch mal unten gejuckt. Hallo? Das beginnt schon wieder unschön. Ging daneben zum Glück. Er macht das Ding trotzdem, ne? Er macht es einfach. Erledigt. Da hat man mal ein bisschen Glück, dass der da ein, zwei Mal nicht richtig getroffen hat. Einmal, das andere Mal ging gegen das Schild, ne? Ach, schon wieder. So, sind denn schon viele da? Noch nicht so richtig, ne? An der Stelle hier. Die haben noch ein paar Probleme mit der Wegfindung. Wahrscheinlich habe ich mich dann doch zu lange da drin aufgehalten. Ich muss hier ganz weit vor. Dass sie den Weg besser finden. Ah, Pendel, auf dem Rückweg hat es mich dann mitgenommen, ey. Na, eieiei. Hätte vorher noch ein bisschen üben sollen vor der Aufnahme. So, Flambierer läuft die Treppe hoch? Ja, läuft hoch. Zack, wieder rein in die Falle. So, ich denke, es sind genug da. Verschwinde mal kurz hier. Na. Massenvermischungswaffen an, bitte. Boah, sind das viele. Man merkt es deutlich. Hallo? Da hat er mich runtergezogen. Dieser Schutzzaun federt immer noch, schon seit Monaten. Hier links ist er noch aktiv. Rechts fährt er einfach schon ewig. Mach ich bei Gelegenheit mal. Komplettes Schild, hat gerade gereicht, hat gerade gereicht. Oh, lad's mal wieder auf. Wir brauchen das Schild scheinbar. Es hat mal gelangt. So, wieder hin. Ja gut, vielleicht liegt an dem Eintopf, ne? Da steht Schutz 50 dran, irgendwie sowas. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber Schutz ist immer gut. Oh oh. Geh daneben. Yes. Aufladen. So, ich sollte auf jeden Fall das Reparaturwerkzeug mal runterziehen, dass ich ab und zu mal gucken kann. Wo ist es hier? Flammenwerfer brauchen wir nicht. Ich habe mich gar nicht überzeugt, ob das mit der Reparatur hier war, richtig. Weiß nicht mehr so genau. 93% sieht gut aus. Die Wand hier. Ich dachte, ich hätte ihm das Teil gegeben zu reparieren. Okay.
Aluminiumstück. Na gut, dass ich geschaut habe. 21%. Machen wir mal ganz das Teil hier. 100%. So. Ich habe die Reparaturzone einmal laufen lassen und war der Meinung, ich hätte Aluminium reingelegt, ein Stück. Aber im Endeffekt, ja, stimmt. Moment. Werkzeug. Kurz mal den Schwung hier abwarten. Metzger wieder dabei, wow, hallo. Steckt noch ein Pfeil. Das Ding ist auch Aluminium, ne? Hat das Teil repariert mit dem einen Stück. Wie geil. Ja gut, dass ich geschaut habe, ne? Mhm, da wollte gerade wieder seinen Atem machen, wurde weggependelt. Keine Ahnung, wie lange das jetzt schon ist, aber ich denke, wir haben genug Strom für die Riesenfalle, dass die auch ein bisschen länger laufen kann. Waffen aktivieren bitte. Jetzt ist nur hochgefahren. Dass die auch sofort begrüßt werden, wenn die hier aufschlagen. Ah, ist richtig voll links, ne? Das ist voll. Bräuchte noch mehr Schocker. Noch ein weiter links und natürlich auch ein weiter rechts. Was man jetzt alles bräuchte, ne? So, hat wieder an, dass ich mein Leben sehe. Okay, wir sind oben geblieben. Schild wieder aufladen. Bandit läuft da unten. Ich dachte eigentlich, er gibt keine Granate hier hoch, aber... Er läuft halt mal durch. Nee, er bleibt da blöd hängen. Und läuft zurück. Warum? Weil ich vergessen habe, dir die Granate zu geben. Ja, lass das doch. Nimm die wieder mit. Ich muss aufpassen hier, der. Genau, jetzt der Moment. Da. Der ist schon ein bisschen hinterhältig. Stellst du schon hin und schießt mal da hoch, ne? Der eine zieht dich runter, der andere schießt dich hier oben weg. Ja, oh, voll erwischt. Weg da, der macht seinen Move. Wird nicht weggependelt. Na, machst deinen Atem jetzt. Ist er jetzt endlich weg? Scheinbar. Ich kann jetzt von unten hochpusten oder mich ziehen, ne? Achtung, wieder gucken. Läuft der jetzt wenigstens mal hoch? Kommt nur andere entgegen, okay. Er ist vielleicht hochgelaufen, ich weiß es nicht. Hab's nicht gesehen, hab die Auslösung gesehen vom Pusher, aber nicht seinen Weg verfolgen können. Er ist wieder ein paar Punkte für mich. Könnte vielleicht diesen vitalen Stachel doch mal probieren, der Roten Nacht, der nur noch, der gerade auspiekst. Vielleicht mal merken. Oh, ist eine Uhr. Da kommen die Riesen.
Drei Stücke aus der Richtung. Raketenwerfer bitte in die Richtung. Das wäre so nice. Jetzt Rockets. Erwischt auf jeden Fall zwei damit. So, jetzt kommt der andere Raketenwerfer, schießt auch auf die. Oh wei. Hau alles raus für zwei. Okay, die zwei sind scheinbar instant hinüber, ne? Mit den fünf Raketen? Ne, zehn Raketen war das ja. Das ist ja schon mal nett. Dann müsste es ja so circa noch fünf Riesen geben. Nur noch. Zwei sind hier. Auf der Tribüne. Die Show gehört euch. Ich schaue natürlich nur noch auf die Riesen. Ne? Ich weiß nicht, was hier so direkt vor mir passiert. Das ist okay. Das sind drei, die hier sind, oder? Ja, es sind drei. Aber das ist doch schon mal gut. Dann bleibe ich doch hier, dass die auch hier bleiben. Aber sie werden... Ah, jetzt kommen ein paar Schüsse. Nicht so richtig geil beschossen, wollte ich sagen. Da sehe ich jetzt niemanden stehen. Da am Zaun ist noch einer. Wird echt beschossen von dir? Okay, okay. Mach mal das hier ein bisschen näher ran, so. Kann man wischen jetzt, schade. Okay, jetzt mit näher ran, das war jetzt doch nichts wegen Beobachtungsperspektive. Da zieht mich wieder hoch. Dankeschön. Das war ja mal nett von dir. Hallo, ich stehe hinter der Wand. Das hat geschmerzt. Da schießt die Riesen. Yes, yes, der Kill ist meine. Yes. Wie geil. Das schmeckt. Es ist ruhig geworden. Waren das echt schon alle? So, mich jetzt hier bewegen ist ein bisschen schwierig, weil es gerade so viele sind. Das ist ein bisschen... Es läuft zäh. Läuft nicht ganz flüssig. Hier ist auch niemand. Hier ist alles voll mit Zombies. Die haben Wegfindungsprobleme. Okay, ich muss schnell zurück. Ich muss schnell zurück. War keiner mehr zu sehen, der Sänger, dass der jetzt irgendwo ist, stresst und in einem toten Winkel oder so. Hier ist was kaputt gegangen. Hoffentlich nur Steinstrukturen, weil ich der Reparaturdrohne keine Steine gegeben habe. Geht's noch weiter? Ist da noch Riese da? Das war mir auch ein bisschen zu wenig. Zwei draußen gestorben, drei hier bei der Tribüne. Einer da höchstwahrscheinlich. Und jetzt parkt noch einer dort. Das ist Nummer 7. Dann haben wir schon mal die Zahl. Also sieben, mit 7 kann man schon mal rechnen. Irgendwann wird es dann natürlich auf 8 hochgehen. Der siebente Riese. Parkt da ab. Was ist los mit euch? Hallo. Alter. Der steht so gut, ne? Der steht so gut. Und die checken es einfach nicht. Gehst am Stock hier bei denen. Leute. Hey, komm schon. Gibt's da jetzt nicht? Das ist doch voll geile Position. Gut, du hast falsch diesen Masten ein bisschen davor. Und was hast du für eine Ausrede? Voll chillig. Absolut die Reichweite. Ich versteh's nicht. Schießt hier vom Nachbar da drüben, ne?
Eine, und die hat es auch geschafft. Wow, so unglaublich. So, die Wegfindung habe ich jetzt natürlich maximal gestört. Ich muss jetzt wieder ganz vorne stehen und hoffen, dass die alle den Weg wieder finden jetzt. Da wird er jetzt den Zaun da aufschlagen, wenn er da nur ab und zu mal beschossen wird, aber so ist es halt. Schild ist durch. Ich müsste hier weg. So, Schild aufladen, Leben läuft auch gut hoch. Hat gut gesessen, vielleicht ist es doch der Eintopf, ne? Normalerweise hat mich doch da immer richtig vernichtet, wenn der mich trifft. Wenn man das wüsste, dann würde ich mir den halt dann doch jedes Mal zur Hordennacht gönnen. Das tut weh. Steh auf. Schild haben wir noch. Komm, halt hier zurück hier. Knappes Ding. So, wir müssen aus hier wieder raus. Bringt ja nichts. Wegfindung wieder herstellen. Och nee, jetzt ernsthaft. Aber was soll der Mist? Da kommen die Kisten her. Echt jetzt, ich hab doch angefangen, das auf Stein zu. Aber es brennt aktuell nicht. Okay, wir haben eine Aufgabe für die Woche. Schade. Sei mal weg. Hallo? Und nochmal erwischt, das gibt's da jetzt gar nicht. Beim Vorbeilauf hat er mich jetzt geschockt oder was? Okay, ich bin wieder da. Riesen sind aktuell das kleinste Problem. Hier hat man einen Brand. Ich wurde wieder durch den Zaun gezogen. Welcher schockt zuerst? Schocken gleichzeitig, ne? Der hinter mir. Ich gehe kaputt. Vom eigenen Schocker gestorben. Das ist gut. Das ist richtig gut. Dass die mich durch den Zaun ziehen können, oder? Ist schon ein Ding. Ich wäre wahrscheinlich auch trotzdem draufgegangen da unten, aber das ist trotzdem blöd. Durch den Zaun, ey. Gut, das fängt jetzt an, das zu eskalieren. Das lief einfach zu gut. Stell mich mal wieder dahin. Schild ist jetzt voll. Leben. Selbstheilung fehlt. Hier liegt also dahinter im Zaun quasi Selbstheilung. Lebensegel fehlt auch. Ja, kommt nichts zurück. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Aber es ist 2 Uhr, wir können es vielleicht auch so schaffen, ohne Heilung, den ganzen Quatsch. Ein bisschen mehr konzentrieren vielleicht. Gut zurückgekommen, okay. Auffüll nochmal. Den hat's zerlegt. So, wieder hinter. Es sind tatsächlich richtig viele, das ist die Endwelle. Ach komm schon, jetzt 5 Stunden unter Strom. Oh, sind das viele.
Boah, sind das viele. Brauchen wir ein schönes Bild ohne Hut. So, mal kurz aus. Schild ist auf halbe. Ich möchte aber eigentlich nicht hier weg, aber ich werde gleich weg müssen. Wir verschwinden. So, das Gift noch aus jetzt mit dem Schild. Jetzt auffüllen. Aber die haben auch gut zurückgehalten da. Die wurden schön weggependelt die ganze Zeit. Die Spikes machen halt zu wenig Schaden. Wir brauchen da viel mehr Schaden. So, irgendwas habe ich jetzt da oben abbekommen. Weiß nicht, woher das kam. Aber ich schätze mal, ist ein großer Schwung gestorben. So wie ich jetzt. Denn es läuft flüssiger. Okay. Diesmal hat das Schild nicht gereicht. Ja, es fehlen natürlich ein paar so Kleidungsstücke vielleicht, die das noch unterstützt haben, das vorhin. Das zu überleben. Bleib dir mal da draußen bitte. Brauch dich hier nicht. Du an. Ich geh kaputt. Ich war's eine Sekunde im Menü. Dritte tot, ne? Beim vierten wollte ich den Spielstand löschen, oder? Wie war das? Sehr ärgerlich, Mann. Was soll das? Lief das so gut? Wer hat das jetzt gemacht eigentlich? Der war doch schon unten. Aber ist echt hier so schräg hoch. Gibt's da gar nicht. Okay, ich stehe echt blöd da vom Leben her. Kann ich mal in die Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Das da. Ist gesnackt. Die drei fehlenden Lebensbalken wiedergeholt und wieder raus. Ah, wie ärgerlich. Der ist aber noch 10, ne? Der lebt immer noch. Aha, soll ich mich rausziehen? Da kommt noch mehr von denen. Okay, jetzt kommen die alle so angekleckert, ne? Wollen wahrscheinlich den letzten Strom von den Schockern noch leer ziehen. Beim letzten Mal, wo ich da drin war, habe ich es geschafft gehabt, ne? Da die Schocker zu schilden, aber heute wusste ich nicht, welcher zuerst schockt. Dann hatte mich wohl für den falschen entschieden. Weil die scheinen auch richtig Schaden an mir zu machen, an denen nicht so, ne? Das, der hat jetzt schon ein paar abbekommen. Komm, komm rein hier, Meter. Du bist da einfach safe an der Stelle. Konnte noch hinter dem Balken verschwinden? Geh doch drauf jetzt. Nee, ich will nicht mit denen kämpfen. Ich habe meine Selbstheilung nicht und die anderen Fähigkeiten fehlen vielleicht auch. Mit Armbrust hätte ich es jetzt gemacht, aber Nahkampf wollte ich jetzt nicht. So, aber wo andere Fähigkeiten, ja, Selbstheilung und Lebensegel fehlt halt, wenn der Helm verloren geht, alles andere ist noch da. Ah, war das aufregend. Habe ich Baumaterial in der Tasche? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal was mit, bevor wir schon nicht rauskommen.
brauchen Balken und Seil, oder? Schau noch mal. Aufstiegshilfe, ja, das passt. So, ich mach mal die Schocker aus. Vielleicht kommen die Tagesfeuer dann gleich. Wir haben noch ein bisschen Strom für die über. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Riese lebt ja auch nicht mehr. Und die machen wir quasi auch aus für die Tagesrolle. Vielleicht bleibt ja noch ein ganz kleines Fitzchen an Strom über. So. Tasche. Dauert ein Stück, habe schon gedrückt. So, alles erwischt, alles bekommen. Snapping. Ja gut, werden sie wahrscheinlich wegklopfen, habe ich Material dabei. Nö, dann hätte ich das jetzt vielleicht mal auf Stein gemacht, aber es wird auch aus Stein nicht überleben. So, und dann haben wir das doch geschafft, ne? Es war jetzt ein bisschen ätzend mit den Toten mal wieder, aber es war okay. Okay, ich habe ein paar reaktiviert. Wahrscheinlich standen die wieder auf der Tribüne, ne? Oder hingen die irgendwo anders fest, beim Nachbar vielleicht, am Zaun. An der Hundehütte, da wo er hingehört. Sind jetzt noch ganz frisch natürlich, die sind ja auch durch den Fallentgang durchgerannt, als ja, dann zu dir kommen. Na. Kannst du vielleicht ab und zu mal einen Schlag treffen? Boah, voll auf die Rübe. Das hat ihn ausgenockt. Schön. Doch noch einer. Ich hab den nicht fliegen sehen. Eine von den Kugeln hat mich erwischt, ne? Boah, so schön. Ich sterbe hier. Ich hab den Helm noch nicht aufgesetzt. Ach du Schreck. Helm, Helm, Helm. Hier. Selbstheilung wieder aktiv? Yes. Dauert natürlich. Bin jetzt ganz schön kaputt. Lebt er jetzt noch? Scheinbar. Da unten. Lebensegel ist auch aktiv. Hat's den jetzt weggehauen? Sieht so aus, hier liegt er. Oh, die Perspektive ist ja richtig grausam. Okay, dann würden wir uns freuen, dass alles doch relativ gut gelaufen ist. Schaue ich jetzt auch noch raus zur Tribüne, wo sich immer welche versammeln. Zustand halb. Das Pendel, das habe ich mal richtig scheps hier hingesetzt. Dann dachte, okay, lässt es einfach sitzen, weil es ist eigentlich ein bisschen blöd. Hätte dann in die Richtung gemusst und so. Ich dachte, okay, es überlebt ja eh keine Horden noch. Dann kannst du es einfach gerade setzen, wenn es weg ist. Das Ding lebt und lebt und lebt, ne? Geht nicht kaputt. Wenn du mal darauf zählst, dass was zerstört wird, dann läuft's nicht. Gut, ich wusste ja, dass hier welche stehen, oder hab's geahnt, wie immer. Die mache ich jetzt nicht selber, die ziehen wir in die Falle. Das wird zu spaßig. So. Da gucken wir nochmal, ob wir noch Strom für euch haben. Schocker noch. Und das noch. Hau raus den Strom. Der kostet nichts. Wie viel das noch sind, ne? Ich denke, die paar, die jetzt hier das festgesteckt waren, die sind stärker wie die Tagesworte. Alter, wo kommst denn du lang gefetzt? Den hast du es mit dem Schocker durch den Zaun gewürfelt, oder? Boah, wie geil! So, es ist wieder ruhig geworden. Mach noch aus, die Tagesworte steht ja noch an. Dürfte so 3 bis 4 Uhr irgendwie ausgelöst werden, hier ankommen. Gut, was sagt denn das Inventar? Was sagt denn die Uhrzeit? Die Uhrzeit, Ist schon fortgeschritten, im Inventar ist auch kein Platz.
Ach komm, wir machen noch eine Schadensdiagnose auf dem Dach. So. Hier liegen Kisten. Ich dachte, die werden hier von der Steintreppe, dass hier irgendwie ein Teil fehlt. Aber die Treppe ist komplett ganz, so wie es aussieht. Kommen die Kisten alle von oben. Und ich hab's nicht gecheckt. Hab's nicht gesehen, dass da oben was brennt. So, das hier ist auch weg. Das sind die zwei Kisten. Wie kommst du denn hierher? Ah, okay. Das hat auch gebrannt hier. Gut, das eine Ding hier, das war so ein Übergangsteil, wo ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, wie ich das baue. Das ist okay, dass das weg ist. Das ist kein Ding. So, die Haubitzen stehen alle noch. Raketenwerfer steht noch. Nachbar steht auch noch. So, kommen wir jetzt aber nicht aufs Dach hoch, so wie es aussieht. Ohne was zu bauen, ne? Probier's nochmal inne, kurz. Hier. Das ist eigentlich nicht so wirklich der Dachweg, obwohl ich doch. Ah, hier fällt auch eine Treppe, stimmt, hier hoch zu. Gut, hätte man natürlich alles schon mal machen müssen, aber ihr wisst, wie es ist, ne? Manchmal fehlt es einfach ein bisschen an den Ressourcen, aber das ist natürlich jetzt schon bitter hier, Alter. Muss nochmal hoch. Die Schäden sind schon groß, ne? Die Horde gut abgefrühstückt und dann hat mich vielleicht der Nachbar wieder abgeschossen und alles in Brand gesetzt. Ich hatte ja angefangen, das letzte Mal hier auf Stein zu machen. Dann war das Material ausgegangen. Oh, ich bin sehr froh, dass das Panel hier drauf nicht drauf gegangen ist. Also wenn das hier abgebrannt wäre, hätten wir zusammengepackt. Dann wäre Ende gewesen. Aber ansonsten hier den Rest, den kann man ja wieder aufbauen. Ist natürlich ärgerlich, aber am Ende ist es trotzdem irgendwie halbwegs gut gelaufen. Die Kosten hier, ja, was soll's? Wir haben da unten gespart, weil es alles recht gut gelaufen ist. Ein, zwei Zäune sind kaputt. Nice gelaufen. Also, okay, bevor ich das in die Länge ziehe, vielen Dank fürs Einschalten, Liken und Abonnieren nicht vergessen und dann einfach dabei sein, immer das Loot reinholen und den Wiederaufbau starten, ne? Also, bis dahin, haut rein, Leute. Thank you.